Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars auf unserem Kanal. Mit mir, dem Torben natürlich, und ihr seht schon, es ist alles irgendwie anders. Hier kann man so Teams auswählen und da stehen so Püppchen überall rum. Und warum ist das so? Weil wir spielen heute nicht auf dem GommaD. Guck mal, da bin ich. Weil wir spielen heute nicht auf dem GommaD.net Server, sondern auf dem Revinside.tv Server. Oh, und wir können erstmal voten für Skydust, Old Egypt. Oder Himmelsfahrt. Skydust, komm, das ist so geil. Das kriegt so viele Votes. Wir spielen auf dem Revinside-Server, weil ich auf dem Gomme-Server nicht drauf kam und ich hatte dann Bock, auf dem Revinside-Server zu spielen. Einfach um ein bisschen Abwechslung da reinzubringen. Weil hier gibt es ja ganz andere Items als auf dem GommaD.net-Server. Ziemlich coole Items sogar. Und die will ich jetzt auch mal wieder ein bisschen ausprobieren. Und einfach auch noch mal hier einfach mal ein bisschen anderes Bedros reinbringen, ne? Map bei Capoeira. Hört sich irgendwie mexikanisch bzw. halt spanisch an. Und ja, deswegen spielen wir halt auf dem Revinside.tv Server. Geil, ein Dealer, Junge. Wie fresh ist das denn? So, her mit den Blöcken. Her mit dem harten Stuff hier. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns einfach mal ganz gechillt in die Mitte. Aber wir sind natürlich Skiller, wir spielen Bed Wars seit 10 Jahren, wissen, wie man sich hochbaut. Zack, damit man schön im Rennen die Treppe hochkommt und sehr agil und mobil und schnell ist. Genau, so macht man das. Ich spiele Bed Wars halt echt schon so lange, das ist unglaublich. Und wenn man halt so längere Pausen zwischen hat, ist es einfach wieder, wie als wenn man neu anfängt, also nicht komplett neu, aber man hat halt immer noch diese Erfahrung, würde ich schon fast sagen. Aber man hat halt echt nicht mehr so den Skill, also was Minecraft angeht generell. Ja, Leute, was wollte ich generell zu Anfang dieses Videos einmal kurz sagen? Moment, kann ich ihn auch boxen? Okay, er ist auch nicht in meinem Team. Gerade ein bisschen verwirrend alles. Okay, die Rückschussknüppel. Die hauen rein. Okay, er ist weg. Wow, warum sind hier so viele Gelbe, ey? Finde ich gar nicht cool. Warum sind hier alle außer meine? Das ist eine viel bessere Frage. Ich habe schon einmal kurz übersteuert, das tut mir leid. Ich habe mein Mikro aus Versehen ausgesteckt und jetzt finde ich nicht mehr den richtigen Pegel. Also ich muss ihn wahrscheinlich noch 1, 2 Dezibel runtersetzen. Aber das sollte ich hinkriegen. Und ja, Leute, was ich euch direkt zum Anfang des Videos sagen wollte, das habe ich jetzt gerade... Ach Gott, das habe ich jetzt gerade nicht erwähnt, ist, dass viele von euch es sich auch schon gewünscht haben, indirekt bzw. direkt, und ich sowas auch schon länger mal vorhatte. Und zwar wollte ich, bzw. wolltet ihr und ich, mal ein Video aufnehmen, wo ich eure Fragen beantworte. Ja, da wollt ihr mich trollen, aber so nicht. Wo ich eure Fragen beantworte, die ihr mir stellen wollt. Und das hatte ich halt, wie gesagt, schon länger mal vor. Und ihr habt euch das jetzt auch nochmal explizit gewünscht. Und dem Wunsch bin ich gewilligt anzunehmen, beziehungsweise entgegenzukommen. Weil sowas kann man echt cool draußen machen, mit ein paar Kameraeinstellungen und so. Und da sowas macht mir echt Spaß. Mittwoch kommt mein neues Handy, das werde ich dafür dann brauchen. Also es wird nochmal genau das gleiche Handy sein, das LG G4, das hat mir echt richtig gut gefallen. Und da wüsste ich nicht, warum ich mir jetzt ein teures iPhone oder so kaufen soll, wenn so ein Handy echt übel geil ist. Vor allem die Kamera davon, das ist eine Spiegelreflex im Taschenformat. Also sie macht übelst krasse Fotos, halt 4K-Fotos und Videos. Und du kannst alles einstellen auf dieser Kamera, du kannst die Blende verstellen, den Weißabgleich, die Helligkeit. Also mit dem Ding geht echt sau viel und da kommen halt auch echt coole Aufnahmen zustande, finde ich. So, nur Rasur wird erstmal rasiert, habe ich gehört. Genau, so macht man es, Torben. Und jetzt komm, lass ihn stehen. Easy vorbei und dann war's das. Sehr schön, Torben. Ich bin wieder am Start, das merkt man direkt. Komm, lass uns nur Rasur rasieren irgendwie. Och Mann, das kann nicht wahr sein. Oh, schade, ey, das ärgert mich gerade ein bisschen. Die Kills hätte ich mir eigentlich nur holen können. Na, immerhin habe ich das Badge schon mal geholt. Jetzt nur noch wir und grün. Okay. Wir haben die Items noch gar nicht richtig benutzt, weil, guck mal, Leute, es gibt hier nämlich Fallschirme. Und die sind übel geil. Da
springt man mit so einem Hühnchen runter. Ist echt ziemlich cool. Und wir könnten uns einmal so einen Sprungkrafttrank holen. Den habe ich nämlich auch noch nie benutzt. Und da musste ich wieder kurz aufstoßen. Habe ich gerade irgendwie öfter, würde ich schon fast sagen. So, holen wir uns mal eine Brustplatte. Equippen wir uns mal wieder ein bisschen, oder? So, Leute, zieht euch das rein. Mal wieder volles Equip. Ich packe es nicht. So bin ich ja schon ewig nicht mehr rumgelaufen. Allein ein Schwert ist ja schon wunderbar. Mal wieder hier so ein Holzschwert. Boah, ein Holzschwert hatte ich auch schon Jahre nicht mehr in der Hand. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie das bei meinem Texture-Pack aussieht. Bäm. So, na, nur rasiert. Diesmal ist es jetzt aber soweit. Diesmal wird schon rasiert. Oh, oh. Und jetzt werde ich rasiert? Oder doch nicht? Nee. Doch nicht. Sehr gut. Dann kann ich mir jetzt nämlich auch mal einen Bogen kaufen, wenn der hier auch 4 Gold kostet. Das ist natürlich vorausgesetzt. Ich hoffe mal, das ist so, weil dann können wir jetzt mal ein bisschen gleichzeitig auch defensiver spielen. Könntest jetzt natürlich auch 2 Fallschirme holen, hätte auch Stil, aber ich glaube generell ist der Bogen erstmal wichtiger. Oder wie denkt ihr darüber? Weil von dem hat man irgendwie langfristiger mehr Nutzen. Okay. Machen wir mal weiter, Leute. Machen wir mal weiter. Keine Pause. Okay, der hat natürlich jetzt einen Bogen. Ist natürlich nicht so cool. Sobald einer von denen... Okay, er hat ein Eisenschwert. Das ist auch alles andere als cool. Also, die sind krasse Crypt, so viel steht fest. Mit dem möchte ich mich jetzt gerade auch nicht so sehr anlegen. Da war ein Typ. Warum? Warum ist er auf einmal da? Ach, guck es dir mal an. Die kommen jetzt von da oben. Okay. Okay. Da werde ich mal gucken, dass ich die dann mal down kriege, weil das könnte echt stören. So, Leute, jetzt bin ich hier oben drauf. Und da kommt erstmal ein grüner Dude. Ja, ja, komm. Come on. Ach, okay, dann benutze ich halt meinen Bow. Ich wollte ihn eigentlich noch ein bisschen aufsparen. Kriege ich den da hinten? Den lilanen Dude? Ah, schade, ich dachte, das wird mein First Try. Komm schon. Komm. Ah, ich kriege ihn also nicht. Schade. Ich fand, das wäre echt eine coole Aktion gewesen, hätte ich den bekommen. Ach komm, aber ihn. Ja, ja, und da ist er weg. Und er konnte, glaube ich, auch keine Rettungsplattform mehr zünden. Nein, konnte er nicht. Das war's von seinem Leader Mate. Okay, jetzt will ich eigentlich auch noch den anderen ausschalten direkt. Wobei, der hampelt da so komisch rum. Also baut sich so extrem hoch. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber lassen wir mal bei seiner Sache da. Erstmal haben wir den Leader mit Eisenschwert eliminiert, was dann ja schon mal ein Riesenvorteil für uns ist. Ihn lassen wir hier mal bauen. Okay, er will sich gleich locker hochbauen. Dann schieße ich ihn. Was tut er da? Ich glaube, er ist gerade ein bisschen perplex. Ja, okay, sie wollen sich hochbauen. Aber da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Tut mir leid, Kollege. So nicht. Nee, ich habe dich da gesehen. So. Und dich treffe ich da hinten doch auch noch ohne Probleme. Zack. Ein bisschen mal hier. Ein bisschen unterhalten müssen wir sie mal. Geh mal weg da. Sun Death. Sudden. Tod. Da. Na, Junge, du gehst mir die ganze Zeit in den Weg. Ist dir das bewusst? Auf einer Skala von 1 bis in den Weg störst du gerade. Okay. Ui, das war kurz kritisch. Kurz spannend, würde ich schon fast sagen. Okay, jetzt haben wir ihm nochmal einen mitgegeben. Einen Hit. Und nochmal ein. Und er ist tot. Und jetzt runter, komm. Los geht's. Los geht's. Duf, 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 duf. Okay, jetzt wird geschnetzelt. Sehr schön. Läuft doch. Okay, Nummer 1. Und das wäre doch gelacht, wenn du mir hier hinkommst. Achtung. Alter, hackt der gerade? Von oben. Der hackt. Er hackt. Das kann nicht sein, ey. Als ob er gerade gehackt hat.
Er fliegt halt einfach ganz genüsslich von seiner Base aus zu uns. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Okay, er ist tot. Ja, das Spiel wurde gespeichert. Du kannst es dir ansehen. Okay, das werde ich vielleicht mal machen. Und dann mal... Moment, kann ich das? Copy to Clipboard, okay. Dann kann ich das nämlich einfach mal... Vielleicht ein paar Ausschnitte nochmal zeigen, wie der Hacker da schön genüsslich langfliegt. Ich weiß nicht, was man da sich ansehen kann. Also das habe ich noch nie ausprobiert. Leute, ich würde sagen, ihr lasst mal vielleicht einfach eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Das würde mich echt freuen. Und schreibt mir eure Fragen in die Kommentare und einfach überall, wo ihr mit uns in Kontakt treten könnt, damit ich mir die durchlesen kann und dann ein Antwortvideo, ein Frage-Antwort-Video dazu machen kann. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Freut mich echt immer zu sehen, dass ihr weiterhin dabei seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch da und abonniert. Haut rein und ciao.